So, herzlich willkommen zu 1.6 Wölfe unter Schafen. Dem nächsten tollen Kapitel in Suengard oder so. Zusammen mit Ikor wollen wir dies jetzt hier bestreiten. Bist du bereit, Ikor? Notgedrungen. Notgedrungen bist du bereit, mit dem Schwierigkeit normal dieses Wagnis einzugehen. Alles Wollen wir klar. nochmal probieren. Mit die Wächterin machen wir es mal wieder. So. Wollen wir es wagen? Ja, los geht's. Die sind falsch abgewogen mit ihrem Schiff da. Ja, ne? Weit und breit kein Wasser. Oder sie haben einfach sich gedacht, fancy, das muss ich an den Wegrand parken. Recycelt, mehr oder weniger. Von dem alten Schiff. Ja, oder das? Vielleicht ist es ja aber auch ein Geistermeerschiff, das auf Eis fahren kann. Der fliegende Wikinger. Ja, genau. Naja. Sieht recht eingebaut aus. Der Oder ganze es war, Flur. diese Gegend war vor 500 Jahren mal ein Meer. I don't believe that, aber naja. Ah ja, die Mission war auch ganz gut. Da wird was Ganz länger gut. gebraucht, ja. Ich hatte Fragen. Herren, warum diese Festung? Sie sieht aus wie ein einfaches Lagerhaus. Das ist sie. Und deshalb sind wir hier. Diese Barbaren. Sie sehen aus wie ein nettes Volk. Sie umarmen sich, als wären sie alle verwandt. Aber das ist nur Fassade. Bei Nacht fallen sie mit ihren Messern übereinander her. Aha. Wenn es Wölfe unter ihnen gibt. Sollten wir sie nicht loslassen? Okay. Nun hatte ich neue Fragen. Ja, neue Fragen, die noch Fragen. schwerer zu beantworten waren. Ja, die Tante schwafelt halt auch mal gerne, ne? Lang und verworren. Und verrückt vielleicht. Im Rätsel. Zweifel bedeuten das Todesurteil. Zustand der Ramme. Sind Teil der Ja. Aufrichtigkeit. Also wir müssen die Ramme beschützen. Ja. Also ich glaube, nachher hat Sam es so gemacht, einer ist oben geblieben und der andere hat oben alle, unten alle platt gemacht. Oh, scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wie man die spielt. Ich bin echt konzentrieren gerade, aber die Gegner sind ja zurzeit noch etwas dümmlich gestaltet, da ist das nicht ganz so schlimm, wenn man ja nicht so ganz weiß, wie es läuft. Es gab nichts, was ich tun konnte, außer die Ramme zu schützen. Und zu hoffen. Und zu hoffen? Das läuft doch ganz gut bei uns. Bis jetzt? Oh, da ist einer durchgebrochen. Lässt du mir die Ramme in Frieden? Da ist jemand explodiert. Ich erledige diese kleinen. Hier hinten. Minions. Kommt auch wieder einer mit einem großen Schwert auf mich zu. Ich weiß gar nicht, was das hier darstellen soll. Minion? Der Sieg ist nah. Warum sind die echt außenrum? Boah, okay. Was haben die außenrum? Ich habe in den Felsen rumlaufen müssen, weil da ein paar Bogenschützen waren, die meinten, sie müssen schießen. Wie können sie denn das nur wagen, auf unsere tolle Ramme zu schießen? Das haben sie jetzt auch gesüßt. Ramme getroffen. Schlecht. Halt alle Feinde fern. Was machst du denn da hinten, Igor? Ich verteidige die Ramme. Ich habe hier so einen komischen Typen. Ich glaube, ich komme mal zurück, bevor du da Ärger bekommst.
Ja, die Story ist halt auch nicht der Zuckerschlecken schlechthin, ne? Das ist halt auch ein bisschen schwieriger mal. Hallo. Ach, oh, ist bin nicht tot. Ich bin von der Ramme überfahren. Okay. Kommst du jetzt wieder oder was passiert? Ah, cool. Soll ich mich auch mal überfahren lassen? Ich glaube, das haben wir nämlich einmal auch gemacht. Uns überfahren lassen. Und dann konnten wir, glaube ich, von Anfang nämlich nochmal anfangen. Ja, dann lass dich alle überfahren. Nein, das mache ich jetzt nicht. Das müssen wir wieder alles nochmal machen. Das Gelaber uns nochmal anhören. Das müssen wir jetzt nicht. Tiefgründige. Wie heißt du überhaupt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall weiße Dreadnoughts, wie das vorhin aussah. Oder es war einfach nur, weil die Grafik so komisch ist. Aha! Hier greift jemand unsere Ramme an. Mach doch mal was gegen die hier. Geh weg, du. Bist du hinten? Ja, ich bin hinten. Oh. Oha, unsere Ramme wurde getroffen von irgendwas. Das kann man nicht aufhalten, weil das von oben kommt. Ich weiß nicht, das kann man bestimmt irgendwie aufhalten. Ich habe die Ramme erobert. Sehr schön. Die Ramme hält an, wenn da irgendein Gegner dran ist in dem Bereich. Ich glaub, wir müssen das schauen, dass du da kommst. Macht sowas von Sinn, dass eine Ramme anhält, wenn ein Gegner die Ramme erobert. Vor allem soll sie einfach überfahren, so wie sie es mit mir gemacht hat. Das ist das Einfachste. Nein, die muss doch anhalten, Mann. Das wäre zu einfach. Nee, die Ramme weiß halt einfach, wenn da jemand als Gegner da ist. Ach so, die hat so einen Überfahrschutz. Ja, genau, weißt du? Aber für Gegner. Ja, für Gegner. Nee, hier. Sorry. Damit die armen Gegner nicht getötet werden. Ja. Damit wir mehr Arbeit haben, weißt du? Mhm. Oh, das war ja drum von mir. Au. Oh. Ja, gut. Hab ich verdient. Wann nochmal der dumme Dodge? Aua! Kack, NPC! Hey! Revenge! Was? Wieso krieg ich denn Revenge? Mann, die so viel Sinn. Oh oh. Na, schnell weg, sonst werde ich überfahren von der Ramme. Alles gibt's. Okay, ist irgendwer bei der Ramme? Nee, ist noch auf unserer Seite. Da hinten will jemand dahin. Seht das doch hier. Nix hier. Lass mich doch in Frieden. Oh oh. Oh oh. Lass mich. Ich will nicht von der Ramme überfahren werden. Das ist ein Permadeath. Oh oh. So. Erledigt. Oh, Zustand der Ramme. Ah, wir haben hier so einen Typen, der meint, er muss hier. Oh oh. Muss ich hier aufnutzen. Oh oh. Nein. Okay. Hey, doch noch die Ramme. Ich glaube, wir dürfen es nochmal machen. Hinter den feindlichen Linien. Es gab keinen Weg zurück, nur vorwärts. Ja. Okay, wenigstens ist uns das Gelaber nicht mehr anhören. Ich bleib mal hier und schau, dass ja keiner hier in. Okay. Die Ramme behindert. Ja, aber lass dich nicht überfahren, okay? Hm, ich probier's. Wobei, die müssten eigentlich nur ein paar Streben mehr machen. Dann könnten wir das mit viel mehr Leuten schieben und dann wäre das Ding auch viel schneller. Ja, aber das geht doch nicht. Konstruktionsfehler. Ach. Hast du auch schon gesehen, wie dumm die Wikinger mit ihrer Konstruktion von dem Fahrstuhl waren? Meinst du? Ja, aber das aus der letzten Folge. Oh, oh, oh.
beinahe gestorben. Meinst du, die Ritter müsste auch einen Fehler machen, damit die Wikinger überhaupt mal jemals irgendwie... Damit sie gleichberechtigt sind. Ja, gleichberechtigt so. So. Dead. Wir sind diesmal viel weiter gekommen als letztes Mal, ist es dir aufgefallen? Ja, weil du die ganzen Typen vorne in Schach hältst. Ich komme aber auch einfach nicht nach hinten. Aber jetzt haben wir irgendwer einen. Irgendwer ist bei der Rampe. Ich habe auch schon Besuch. Wo ist denn derjenige? Ich sehe den gar nicht. Nee, hier. Danke. Ah, schon wieder einer. Oh, drück mal die 1. Mhm. Oh, oh. Ja. Das war close, wa? Ich erhöhe hier den Einsatz. Die Spannung. Ja, Mann, bin ja blöd gewesen. Schützt sie mit eurem Leben. Los, schütz. Erledigt. Tänzelt da hier, diese zwei dummen Schützen hier. Nix hier mit eurem blöden kleinen Pfeilchen hier. Es erscheint mir so, dass wir gleich näher dran sind. Mhm. Könnte man sich was betrachten gerade da? Wir wussten, dass es nur einen Tag dauern würde, bis Wikinger-Schiffe in Svermdorf ankommen und uns vernichten würden. Aber ich hatte vor, bis dahin längst verschwunden zu sein. Kommt wer von oben runtergelaufen, ganz langsam. Das ist ja gemein. Könnt ihr nicht zur Unendlichkeit danach spawnen. Das wäre bei der Ramme nö, ne? Aber möglichst steht er davor. Sie scheint jetzt okay. Durchzugehen. Cool. Wir sind gleich da. Kann man hier hochkrabbeln? Oder auch nicht? Nee. Konnte man? Hm. Checkpoint erreicht. Kommt noch wer von oben? Wir müssen die Ramme verteidigen, bis wir durchgebrochen waren. Oh. Wir schleppten die Mechanik unseres Rammbox. Sache des Gebiets. Okay, dann machen wir das mal. Wir mussten einen halben Wald fällen, um ihn zu bauen. Aber ohne ihn wären wir den ganzen Weg. Oh. Ein stummer Fußsoldat zeigt nach oben. Und hilft nicht mit, sondern bleibt unten stehen. Ein stummer Protagonist. Mhm. Hui. Hallo. Hast du die Speerspitze gesehen? Ja. Die kleinen Gitterblech. Mhm. Oha. Mann, jetzt muss... Ach. Guck mal, wir können beide jetzt kämpfen hier. Starte ein Duell. Der legendäre Jahr der Festung. Ich mach mal den Kollegen hier. Ja? Nein. Ganz sicher nicht. Sich episch. Eine Ramme, die auf ein Tor einrammt. Und zwei Helden gegen andere Helden. Ja. Auf der Ramme. Ja. Total heftig. Heftiges Schauspiel. Ja, ne? Es ist so unglaublich, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht sterben. Ja, ich wollte gerade. Oh oh. Ha. Oh oh. Ist nicht mehr unter uns. Ja. Ich habe auch den Schwierigen von den beiden wahrscheinlich abgekriegt. Ja. Komm, flieg runter. Stirb. Oh. Okay. Die Ramme hat gerammt. Ui. Passiert. Upsala. Müde? Ja. Darwin. Tach. Auf die Beine. Ah, die nette Frau ist wieder mal da. Und wo ist jetzt unser Gegner?
Keine Ahnung. Ich keinen Bock mehr gehabt. So, ich gehe jetzt. Wir waren drin. Das war der Untergang der Wikinger. Der Untergang der Wikinger. Genau deshalb hier. Ups. Nein. Die erste Festung, die ich brandschatzte. Darf ich gar nicht mehr. Warum beunruhigte es mich? Nein. Könnt auch mal mithelfen hier. Upsala. Au. Oh, sorry. Das ist zu Ende. Oh. Oh, oh, oh. Sehr schön. Erledigt. Wo soll das? So muss das. So muss das. Oh. Das sind Wohnungen. Das sind Wohnungen. Hast gehört? Wohnungen. Wo? Hier links, glaube ich. Was zum kaputt machen? Externer Block in Richtung des Angreifen. Aha. Stirbt ihr, Klein. Okay, wahrscheinlich kann man jetzt hier so rüber gehen. Dann ist man wieder in einem Duell. Der schon wieder. Der Dude. Oha. Der ist aber ganz schön gemein. Okay, deine Hund schwebt bei mir in der Luft, der linke. Der rechte auch. Okay. Ein paar schwebende Hunde. Okay, die kommen rechts. Einschlagen, die sind's. Das sind ja auch nur Hunde. Arme Hunde. Die armen kleinen Hunde, Mann. Wir erledigen die hier total. Okay. Warte. Wie ging denn das nochmal? So, ne? Nee. Du musst es mal. Ah ja, ich hab's. Also du musst W drücken. Also als und den Dodge und dann deinen Guard Break. Dann machst du diesen Hitze-Cargo-Ding. Oh, Wölfe, die hast du nicht spawnen. Wo kommt die her? Keine Ahnung. Aus dem Nichts halt. Die sind ja auch Schwebewölfe, hast du doch gesehen. Komm her, du. Komm her, du, jetzt was? Noch ein Schwebewolf? Was ist denn das hier eigentlich? Ah, okay. Ist auch gleich nicht so clever, das dann zu zünden, wenn ich nur noch halb tot bin. Komm her, ihr dummen Wölfe. Die rennen mal weg, ich komme mal zu dir, um dir zu helfen. Okay. Das war eine Ramme. Mhm. Die sehen alle gleich aus. Drillinge. Mhm. Ja. Guten Drillinge. Und der Typ ist einfach weggegangen, ohne was zu sagen. Und seine Drillinge haben auch nichts gesagt. Scheinen wohl denen die... kaputt machen. Falls, wollen wohl, haben denen wohl die Zunge rausgeschnitten, weißt du? Der Preis. Der Preis der Drillingsherrschaft. Zunge raus. Für immer. Autsch. Aua. Okay, warte. Hm. Bam! Lena macht eine Riesensauerei. Ja. Executions. Sind die besten Sachen überhaupt. Ganz langsam schleiche ich hoch. Ah, da links kann man wieder was kaputt machen und Ico ist wieder da, um Sachen kaputt zu machen. Ich mache Ico dafür kaputt. Weil ich auch was kaputt machen will. Ich gebe kein Geld. Oh, guck mal.
Aber der ist nicht glücklich. Nö. Ja, wir haben ja schon rausgefunden, dass wir nicht für die beste Seite kämpfen. So, jetzt nehmen wir ihn in unsere Gilde auf. Was? Nehmen wir ihn in unsere Schwarzfels-Legion auf. Bestimmt, jetzt gleich. Asterix. Guck mal, was für dicke Arme der hat, ne? Ein paar Muskeln. So. Starte ein Duell. Aha. Oh Mann. Das geht ja gar nicht. Warum denn nehme ich jetzt hier? Er hat gleich wieder Revenge bestimmt. Nix. Au, das hat mich getroffen. Ja! Erledigt! Oh nein, nein, nicht. Er hat immer noch nichts gesagt, nicht ein Wort, ne? Ihr habt gut gekämpft. Euch holen. Halt, der musste noch in unsere Legion. Ja, nee, scheinbar nicht. Oh. Verschwendung. Ach. Steht da nur. Merci. Warum sind wir hier? Ich glaube, ihr wisst es. Hunger. Hier lagern sie ihr Saatgut. Es wird keine nächste Ernte geben. Bis zum Winter werden sie sich für die übrige Nahrung gegenseitig umbringen. Toll. Ich habe geschworen, für den Frieden zu kämpfen. Und ihr auch. Ihr alle. Sie geht. Und die Peacekeeperin bleibt da stehen mit ihrem Clownsgesicht. Verbrennen wir sie nicht auch? Was glaubt ihr, was die Clans tun, wenn wir alles verbrennen? Sie verhungern. Sterben. Sie vereinen sich. Doch wenn noch etwas bleibt, gerade genug für zwei, vielleicht drei Clans, dann werden sie um diese Überreste kämpfen. Und die Wölfe unter ihnen erheben sich. Mhm. Wir sind nicht hier, um sie auszulöschen. Wir sind hier, um ihnen zu zeigen, wer sie sind. Um sie zu befreien. Aha. Gehen wir nach Hause. Ich weiß nicht, ob man das als Befreiung nennen kann. Soll das darstellen? Keine Ahnung, irgendein Wappen. Oh, da ist wieder der Conqueror. Mit seinem Stachelhelm. Yay, ich hab nichts zerbrochen. Sowas. Sowas. Tja, damit ist natürlich eine weitere wundervolle Quest zu Ende. Und wie du jetzt wahrscheinlich bemerkst, würde es jetzt zum Kapitel 2 gehen, ha? Hab ich gesehen. Und dieses Kapitel machen wir natürlich wie immer in der nächsten Folge.